Herzlich willkommen bei WooSports. Heute möchte ich euch mal den Jab zeigen, also den Schlag mit der vorderen Faust. Ja, starten wir gleich von Anfang an. Ihr geht in die Kampfstellung. Wenn ihr nicht wisst, wie die Kampfstellung ist, dann guckt euch die vorigen Videos nochmal an. Da gibt es einmal die Möglichkeit zu lernen, wie man richtig steht. Und das darauffolgende Video war, wie man richtig ausweicht. Ja, jetzt haben wir diese Basics geschafft und jetzt konzentrieren wir uns mehr auf das Schlagen. So, also wir stehen in eurer Kampfstellung, habt die Deckung oben. Ja, unabhängig davon, ob ihr jetzt eine Karate-Deckung habt, zwei Fäuste, ob ihr irgendeine Silat-Deckung habt, es ist egal. Ob jetzt die Hände offen oder zu sind, der Schlag bleibt eigentlich immer relativ der gleiche. So, damit ihr in diesen Schlag ein bisschen Kraft reingeben könnt, müsst ihr euren Körper drehen. Ja, also ihr dreht eure Schultern leicht mit rein, die Hüfte auch leicht zart nach vorne und bewegt auch die Hüfte so ein bisschen und das Knie nach vorne, sodass der Schlag ein bisschen mehr Kraft bekommt. Was ihr jetzt auch machen könnt, wenn der Gegner zum Beispiel oder der Partner ein Stückchen weiter entfernt ist, dass ihr zusammen mit einem Schritt nach vorne aufschlagt. Ja, also ihr steht hier in der Kampfstellung, habt eure Deckung oben, geht einen Schritt auf euren Gegner zu und macht dabei gleich den Schlag. Ja, also die Schulter kommt so ein bisschen explosiv nach vorne und dadurch kriegt ihr halt ein bisschen Kraft in diesen Schlag. Gut, das war's soweit dazu. Das Video war jetzt relativ kurz wahrscheinlich, aber nicht so schlimm, weil an sich reichen ja die Basics, dass ihr einfach versteht, was muss der Körper machen. Übt es auch vor dem Spiegel so ein bisschen. Weil wenn ihr vor dem Spiegel steht und ihr merkt, okay, meine Fäuste sind die ganze Zeit hier unten, dann könnt ihr halt sofort was dran ändern und die Fäuste wieder hochnehmen. Also ein bisschen den eigenen Körper beobachten. Und ihr könnt ja auch mal darauf achten, welche Bewegung macht ihr kurz bevor ihr schlagt. Ich mache das mal zu euch hin. Holt ihr vielleicht so aus. Oder geht der Angriff nahtlos mit dem Schritt nach vorne los? Also letzteres soll eigentlich sein, wenn das das erste ist, also dass ihr halt so ausholt, dann müsst ihr natürlich gucken, dass ihr das weglasst. Einfach vor dem Spiegel genau analysieren, was macht euer Körper da. Okay, beim nächsten Video sehen wir uns wieder. Und zwar mit dem Cross, also dem Schlag mit der hinteren Seite ausgeführt. Der Schlag ist nochmal interessant, weil der hat viel mehr Power. Wir können den Körper viel besser bewegen und dadurch kommt viel mehr Kraft bei diesem Schlag an. Aber dazu im nächsten Video. Also, liked gerne, schreibt einen Kommentar, wenn euch irgendwas anderes noch interessiert. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne, klickt auf die Glocke, so dass ihr immer benachrichtigt werdet. Alles klar, wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao, ciao!